Grüß euch, liebe Ganovenbücher und Stritze-Freunde, und herzlich willkommen zur heutigen Daily Dose of Music. Ist es heute Musik? Ist es Musik? Er wird da was Neues ausprobieren. Ist es trotzdem? Es ist noch immer Musik. Macht euch keine Sorgen. Ja? Weil ich sage einmal so: Es gibt einiges zu verkünden. Das mache ich jetzt auch gleich noch. Also nicht ausführlich, aber ein bisschen. Ja, es ist Musik. Und ja, es ist Edelprolet. Und Edelprolet wird bald in aller Munde sein. Ich sage nur so viel: Ab morgen ist der Edelprolet-Job endlich online und ihr könnt die ersten Sachen bestellen. Wie das genau passieren wird, erzähle ich euch heute um 21 Uhr live auf Twitch. Einfach runterschauen in die Videobeschreibung. Dort seht ihr dann, wie ihr zu mir auf Twitch kommt und dann quatschen wir uns das aus und es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Shop dann auch ordentlich besucht. Für heute haben wir mal überlegt, bevor wir da losstarten, erzähle ich euch kurz einen kleinen Witz. Also zuerst ein Witz, dann das Intro und dann die Musik, okay? Also, kurzer Witz. Stell dir vor, die ganze Bevölkerung sitzt zu Hause im Lockdown und die Regierung feiert. Ich muss immer vorschlachen. Intro! Intro! Da bin ich gegangen. Unfassbar. Oh, der wird einfach nicht weniger lustig. Wirklich. Da wische ich mir doch die Tränen aus dem Gesicht. Aber wir kümmern uns wieder um das Schöne auf dieser Welt. So, weil morgen der Edelprolet-Shop online geht, beziehungsweise wie, was und wann und wo genau ihr da Nachschau halten könnt, erfahrt ihr heute alles noch. Habe ich mir gedacht, du hast ja nicht umsonst dieses wunderbar herrliche Stück Edelprolet geschrieben. Und den Edelprolet, den führe ich mittlerweile komplett ohne Musikbegleitung auf. So wie die Poetry Slammer auf die Art. Und das möchte ich euch heute auch einmal zum Besten geben. Weil Götten tut's ja mehr denn je. Nichts hindert uns mehr daran, natürlich zu sein, als das ständige Verlangen, natürlich zu erscheinen. Ich bin ein Lebenskünstler, was das ist, das frag ich nachher, lass mich nur um Sachen bieten, die ich sowieso gern mach. Aus die Steine mein Weg bei mir nebenbei noch ein Haus, und der Lüge ist mir kund, ohne Lüge nicht aus. Du brauchst Talent für Geduld, ein gutes Team, ein bisschen Glück. Zwischen zu früh und zu spät ist immer nur ein Augenblick. Verfickt noch einmal, endlich hab ich meine Chance gekriegt. Ich bin der Tommy aus Wien, der seine Fans nicht beliebt. Wegen meinem Wiener Dialekt sind manche Leute schon schockiert. Sie fragen, warum geht das bei mir nicht? Hey, ich hab's doch auch probiert. Huch zu, der Klo, ich probier nicht, mein Freund. Ich praktiziere. Ob Freestyle lang durchdacht oder Notizen vom Papier. Und alles das auf Wienerisch, so ist mir's gewöhnt von mir. Außerdem kann ich nicht anders, weil ich bin halt nicht wir. Ich bin ein Edelprolet mit so einem Wiener Dialekt, weil das manchmal ein bisschen härter klingt, das nicht an jeden schmeckt. Das ist der Spuck auf die Rap, du Depp, Boy, so muck nicht. Versteht ein Frustblät, doch hab auf die keine Lust nicht. Ich bin ein Wiener Bur in meine Adern Wiener Blut, doch eigentlich bin ich kein Wiener, weil ich komm aus Floridsdorf. Und wir herüber der Donau haben unseren eigenen Slang in der Donaustadt Crew und der Floridsdorf Gang, wo ich täglich auch häng, da kann man Donauturm sehen und was ich nicht versteh, es gibt Leute, die das nicht mögen. Gibt Leute, die das nicht verstehen wollen, dass man anders leben als sie. Gibt Leute, die das auch probieren wollen, aber schaffen werden sie es nie. Wir sind keine Prolos, na, wir sind Edelproleten. Und wir sind stolz auf unsere Sprache und deshalb werden wir es umretten. Wir lassen uns nicht durch euer Hochdeutsch vertreten. Da bringe ich lieber noch eine Strophe, wollen wir gar wetten? Ich bin ein Edelprolet und das möchte ich auch bleiben. Weil wenn ich meine Juppies ausschaue, dann kommt mir das Speim. Kennt's mich genauso viel, wie ich euch Stricher leiden. Besser was für euch, könnt ihr den Stress mit mir vermeiden. Ich stehe auf das Silber und ich scheiß auf Goldkettern. Ich hab einen Haufen Wüde, aber keine Hefen Bäckerln. Bin rhetorischer Kanon, wienerisch doch niemals dir. Also du tust mich provozieren, dann schwingst du besser deine Hirf. Sonst reiß ich dich in zwei, weil's wurscht ist, was so ist. Ich reiß dann Schädel runter und dann scheiß ich dein Hals. So ähnlich tat es klingen, war er dir Apollo. Ich sag, ich schieß dir am Mond und das auch ohne Apollo. Nix hindert uns mehr daran, natürlich zu sein, als das ständige Verlangen, natürlich zu erscheinen.
Ich bin ein Lebenskünstler, was das ist, das frage ich nach. Ich lasse mich nur um Sachen bitten, die ich sowieso gern mache. Peace. Das war er, der Edelprolet. Muss ich wirklich sagen, der zählt, es gilt einfach. Es gilt. Tief aus meinem Herzen geschrieben und über meine manchmal sehr lockere Zunge vorgetragen. Ehrlich, also das ist ehrlich von mir. So. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte ich doch natürlich um einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann ist mir wurscht, was macht. Ihr könnt einen Daumen nach unten geben, sieht man halt nur nicht mehr. Hasskommentare, waren mir das Liebste. Hasskommentare, damit kann ich was auffangen. Also da kann ich wirklich was damit auffangen. Falls YouTube eure Kommentare nicht zulässt, weil irgendwelche Wörter drinnen sind, die YouTube nicht so gern hat, probiert es bitte nochmal. Gleich viel Hass, auf jeden Fall. Andere Wortwahl. Ja, dann habt ihr gute Chancen, dass ihr durchkommt. Weil ich hoffe ja immer noch, dass ganz viele Hasskommentare einfach nicht durchgestellt werden zu mir, weil sie nicht live und geschrieben sind. Ihr müsst den Hass transportieren, aber die YouTube-Richtlinien befolgen. Ja, viel mehr Hass und Mobbing gibt es natürlich auf meinem Discord-Server. Alle diese Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr auf das steht, was der ist, ein bisschen dicke Moppen oder irgend sowas, unbedingt bei mir in den Discord vorbeischauen. Und sonst sehen wir uns um 21 Uhr wieder auf Twitch. Und dort sage ich euch ganz genau, wie das alles mit Edelprolet stattfinden wird. Und Annahmen könnt ihr euch sowieso auch gleich genauso hart merken wie Edelprolet. Und das ist Radaubruder. Viele von euch haben es schon gehört. Ja. Merkt euch das auch jetzt schon. Radaubruder X Edelprolet. Läuft, würde ich sagen. Gut ist, meine Lieben, Dankeschön fürs wieder reinschauen, Dankeschön für jede Form der Unterstützung. Ich weiß das wirklich, wirklich, wirklich sehr zu schätzen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ansonsten sehen wir uns später um 21 Uhr und bis morgen wieder, wenn es wieder heißt Delitos of Music. Weil ihr seid's live und ich bin's auch. So schaut's aus und tschüss, Baba. Grüß euch. So schaut's aus.